So, ich wäre mal dafür, dass du jetzt die nimmst. Das ist ja noch ein bisschen was. So. Ich weiß nicht, wo es dahin geht. Und wir müssen hier nämlich auch rein. Na, ich guck mal erstmal. Ist so eine Entweder-Oder-Sache hier. The abyss with thee. Ja. So. Haben wir das schon mal erledigt? Dann speichere ich gleich mal schnell. Aber das regt mich so auf, dass das so lange dauert, dass ich die Story weiter erfahre. Ne? Ich will wissen, was mit Aneska jetzt ist. Ob die noch lebt. Bestimmt lebt die noch. Weißt du, vorher so frommes Mädchen, ja? Das hat sie sich wahrscheinlich als du durch die halbe Weltgeschichte gebimst. Also, Christoph ist ja eigentlich schon voll scheißegal geworden, so. Nach dem Motto, was war ich denn nur naiv? Weißt du, jetzt hat sie Blut geleckt, ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt weiß sie, was das Leben wirklich zu bieten hat, oder das Unleben, kann man das so sagen? Naja, und jetzt ist halt, ne, ein ruhiges Leben, ein ruhiges, bescheidenes Leben. Christoph an ihrer Seite ist jetzt billig, ja, braucht man nicht. Option für niedere Kreaturen, aber nicht für Ghule. Wenn sie überhaupt noch ein Ghul ist, weil das ist ja nur eine Theorie. Ich wusste ja nicht mal, dass sie ein Ghoul ist. Ich habe halt gedacht, sie ist wirklich sofort zu einem Vampir verwandelt worden, weil sagte ja auch keiner, ne? Ich habe jetzt nicht geschaut, ob sie Zähne hatte oder nicht. Ein Ghoul hat ja, glaube ich, keine Vampirzähne. Ja, Christopher ist ja wieder. Können wir jetzt... Hallo? Kann ich jetzt angreifen, bitte? Danke. Meine Güte. Ist ja einfach eine krasse Waffe. Und weißt du, gleich droppt er wieder am Pflock, weißt du, weil die Waffe ist ja... Mit der Waffe kann man ja natürlich... als die ist sofort Schrott, wenn wir Dinge getötet haben, dann ist die Waffe auf jeden Fall hinüber. Kannst nicht mehr gebrauchen. Deswegen ist das wichtig, dass wir einen Pflock bekommen. Ah ne, die ist meine Handfeuerwaffe tatsächlich. Selten. Soll aber auch passieren. So, schauen wir mal. Speichert eigentlich? Gar nicht, ne? Oh oh, oh oh. Eat. My burdens prevent further comfort. Ja, dann leg ich's doch hin, du. Ja, hast du gleiche Sprüche, ja? Selbst 1999 weißt du, Christoph immer noch. To the abyss with thee. Mann. Dieses Inventarmanagement ist zu ätzend. Und wenn ich etwas an diesem Spiel hasse, ne? Ja. Also zwei Dinge sind an diesem Spiel echt scheiße. Erstens die Kameraführung, wenn du ein Gespräch hast. Wunderschön, wie man dann immer so den Torso sieht. Aber nie den Leuten ins Gesicht schaut. Ist auf jeden Fall sehr gut. Zweitens. Super geil, wie hier das Inventarmanagement einfach kacke ist. Du musst hier die ganze Zeit alles hin und her schieben. Viel zu wenig Platz für den Shit. So, Bruder, du kriegst jetzt die ganze Muni. Ich hoffe, du nutzt sie gut. Ja, da. Ja, siehst du. Wow. Natürlich, weil das ist. So. Jetzt noch das Ding. Das so auch nochmal rüber. Ja, das kriegst du. So, jetzt hast du voll ausgenutzt. Ich hoffe, dass es jetzt auch was bringt. Jetzt machen wir vom Verkauf. Oh Gott, hier ist ja noch eins. So. Saven.
weißt, und hier steht Zetai Tempel 1, ja. Das hat nicht, wie lange der Scheiß hier noch geht. Das ist der Karussell wieder. Ja. Oh, wenigstens laufen wir in die Richtung von irgendjemandem. Kann ich so. So. Wer? Oh, wo bist du denn her? Ist der aus der Wand gekommen? Manchmal, ne? So. Noch einer. Komm schon, ey. Chainsaw. Ja, Bruder. What the fuck? Ja, das sehe ich. Warte mal. Nur kurz hinlegen. Das sehe ich auf jeden Fall. Wenn wir hier mit einer Kettensäge rumrennt. So. Okay. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten, also speichere ich mal. Ach nee, hier kamen wir her, oder? Ich weiß nicht, wo wir herkommen. Oh, da ist ja noch mehr Money. Aber eigentlich muss er jetzt erstmal die ganze Muni verbrauchen, ne? Der Typ. Bringen wir ihm erstmal die Muni rein. Warte mal. Entschuldigung. Rifle und Revolver. Gut, dann den Revolver. Warte. Legen wir erstmal den Scheiß hier hin. Glocke, die kann man brauchen. Dann nimmst du dir bitte Chainsaw zurück. So. Das war. Okay. Ja, würde mal sagen, da ist nicht mehr so viel Platz. Ja, noch auf Ammo. Ja, dann werden jetzt die Pflöcke liegen gelassen, ne? Geht ja nicht anders. So, ich würde mal sagen, es links und so. Lutschi. Und ganz ehrlich, Bruder, das solltest du auch machen. Na komm, ich sehe. Nee, der ist noch nicht fertig hier. Noch. So, wird gelutscht, Bruder. Sieh mal nur so kurz da an den Lutschen, ne? Das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Vor allem der Pink, der bräuchte mal ein bisschen mehr. So.
Zeig, was wir nicht mitnehmen können. Oh, ein Silberring. Der hat sogar noch gepasst, den Flock lassen wir liegen. Einmal speichern. Ja, hier. Wo sind denn wir jetzt schon? Guck mal, wir haben hier so oft gespeichert. Ich gehe wieder bei dem ersten Slot. So. Ganz schön groß hier, ne? So, was geht hier? Oh, what the fuck? Das wollte ich nicht. Die sind hinüber. Hier geht's noch nicht durch, oder? Hä, ist das der Tempel 4? Ist jetzt aber quickly eskaliert, oder? Ja, wir haben eh gerade gespeichert. Ich schau mal, ob das überhaupt geht. Es geht. Okay, warte mal. Bevor wir das machen, ne? Ach, wir sind in 3? Ja, aber warum speichert er immer als 1? Das ist schon wieder ein bisschen zu hoch für mich. Ja, hier war noch ein Blatt öffnen. So, ist schon wieder zu viel gewesen für Christoph. Er braucht schon wieder Karussellrunden. Gib alles. Einmal Kopf ab, danke schön. Du auch einmal bitte den. Ja, klar. Ich muss sagen, ich vermisse diesen Nackenschoner. Ja, vielleicht nochmal, oder? Das holen wir uns jetzt zurück, Alter. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Der hat gleich richtig gelitten, das sage ich dir, wie es ist. So. Hier zurückgelutscht. Der kommt nicht klar mit dieser Schlange, oder? Achso, die mögen sich. Ein bisschen, oder? Guck mal, wie sie ihn anzüngelt. Oh, jetzt hat sie aber zugewissen. Aber kurz geflötet haben sie schon. Kannst du nicht sagen. So. Sagst du, du darfst auch mal? Ja, tut mir leid, das dauert immer eine Weile. Aber man muss ja auch Prioritäten setzen, nicht wahr? Es ist so kalt mittlerweile, ne? Man fühlt sich echt den Arsch weg. So. Das will ich sehen. So, okay. Wow. Ganz toll. Wie groß ist die? Okay. Ja, ich könnte zwei so, ne? Macht vielleicht Sinn. So. Geldtechnisch meine ich. Jetzt können wir da hochgehen. In den nächsten Tempelabschnitt. Ich würde ja gerne erstmal rausgehen, den ganzen Scheiß rausbringen, aber ich will wissen, wie die Story weitergeht, deswegen habe ich ja keinen Nerv zu. To the abyss with thee. Mal schauen, ob ich irgendwas übersehen habe, was von Wert ist.
Blutkonserve. Herzallerliebst. Genau das brauchen wir nicht. Aber was willst du machen? Mal so. Naja, komm. Klopp. Wobei ich echt nicht weiß, wie viel so ein Klopp wert ist oder so. Ich hab keine Ahnung. Wir werden wahrscheinlich noch viel, viel mehr liegen lassen müssen. Wo ist der Scheiß hier, Alter? Langsam habe ich aber das Gefühl, dass hier die Level-Designer einfach nur noch die Story in die Länge ziehen wollten. Mit Game Designer. Aua. Ja, wahrscheinlich folgst du mir nicht mehr, oder? Was passiert? Hier, komm, drop mal deine Rifle. Ich kenne jemanden, der hat da ganz viel Muni für. Ganz toll, wenn die weiterhin Geld droppen könnten. Enhancing Goggles. Okay. Das erstmal. Ich hab keinen Plan, was das jetzt alles ist. Okay, das sieht nach Bosskampf aus. Kameraführung wieder mal. Sharper than a serpent's tooth is an ungrateful child. I hate you. I hope they kill you. Okay. Okay, ich glaube, ich mache das zweite. Nee. Tell us of thy shipping routes and free Lily of the bonds of blood. Then we shall part in peace. No. No peace with the Setites. We kill them. Quiet, Lummox. Where do you come from, little one? You sound ancient, yet you look so young. So young. And so foolish. I give nothing. And you have yet to pay for killing my worshippers. Okay. Die Frau mag Geräusche sehr gerne. Komm schon. Einmal hin. Hallo? Heilen? Heilen? Sauber. Nice. Hat's gelohnt. Ja, sagst du, Damasch ist hier. Wow. Er hat ja einen Heal drauf. Ist ja wie viel nix, ey.
Der kriegt die nicht platt, oder? Vor allen Dingen habe ich ein Problem. Nee, das kann ich direkt nochmal laden. Ich habe ein Problem. Und zwar... Und zwar ist mein Problem, ich habe keine Awakening Scrolls und ich weiß nicht, wo ich welche herkriege. Naja, bla bla bla, komm. Habe ich gar keinen Bock drauf. Let us destroy her. So, gar keinen Bock auf das Gespräch. Zerstörung und so weiter. Jetzt sind wir dabei. Wenn wir sie mal treffen würden, ne? Weißt du? Weil Zerstörung beinhaltet, dass man auch jemanden angreifen müsste und so. Ja, dann hol dir doch Blatt von der. Das ist mein Problem. Ein ganzes Stück weg. Toll, der ist tot. Da habe ich ja jetzt Bock drauf. Ja, war toll. Ganz toll. Alter, wie der aussieht. Guck dir mal Pink sein Todesscreen an. Das ist ja eine Katastrophe. WTF. Ja, ich kann nichts tun, ne? Nur so nebenbei. Ich warte einfach mal, ob das irgendwann geht. Da steht auch nichts, wie lange das läuft oder so. Jetzt blinkt. Ganz toll. Also ich wär's mal. Ich hab mich einfach direkt wieder verzaubert, das auch schon. Gut, wenigstens das können wir machen. Okay. Aufs Maul, du alte Hexe. Nix da. Zaubern ist nicht jetzt. Ab mit dem Kopf. Oh, fuck, mein Leid. Komm, gönn dir. Bitte. Oh, das muss doch Christoph wenigstens. Oder? Nee, es tut mir so leid, ne? Ist so langweilig. Do the abyss with me. Okay. Do the abyss with me. Guck nochmal, bitte, Christoph. Bitte, Christoph. Do the abyss with me. Du kannst das schaffen. Ich glaub an dich. Ich glaub an dich. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Alter, die lutscht mich ja komplett aus. Was macht die da? I am weak with lack of precious. Das hab ich gesehen. I am weak with lack of precious blood. Ja, das habe ich gesehen, Bruder. Aber was soll ich denn tun, wenn du mich angreifst? Du bist immer nur weak. Das ist nicht lustig. Ja, hau drauf da jetzt. Guck mal, die hat sich komplett hochgehielt, die Blöde. Guck's dir an. Geh kaputt, du blöde Kuh. Geh kaputt. Oh, die hat mich wieder verzaubert. Ich raste hier komplett aus. Ich schwöre, guck's dir an. Jetzt lutscht die mir die ganze Zeit mein Blut weg. Jetzt habe ich gemerkt. Und du bist gleich tot, wenn sie so weitermacht. Ich habe keine Blutkacke mehr, die ich dir geben kann. Doch, hier. Hier. Jetzt macht die kaputt. Ja! Jetzt lutscht die noch so aus. Natürlich. Ey, diese blöde Bitch, ne? Ich habe gar keinen Bock mehr. Was ist das? Das ist ja die behindertste Kuh der Welt, Alter. Guck, jetzt bin ich schon wieder verzaubert. Das ist der schlimmste Bossgegner bisher, Alter. Geh kaputt. Geh endlich I am weak with lack of precious blood. Ich raste aus. Ich raste komplett aus hier. Alter. Geh doch kaputt, du Alte. Nicht normal. Das ist einfach nicht normal. Ja, in den Abyss mit dir. Guck, die hat sich schon wieder hochgehielt, ne? Bei ihr ist vorbei. Bei ihr geht's einfach nicht. Ja, ich kann nichts tun. Ich hab doch... Was ist los hier? Kann ich mich noch hier? Der ist überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig. Die hat sich schon wieder hochgeheilt. Guck's dir an. Jetzt ist er wieder bekloppt. Aber man kann sie ja nicht ausrutschen. Man kann nichts machen, außer versuchen, bis zum Tod jetzt nochmal zu kämpfen und dann laden. Ja, läuft.
Läuft richtig, oder? Was ist das für eine blöde... Also jetzt mal ohne Scheiß, ne?